Iris Günnecke ist Vortragsrednerin und Expertin für glücklichen Erfolg. Sie ist seit Jahren eine erfolgreiche Unternehmerin und zeigt heute anderen ebenfalls erfolgreichen Unternehmern, dass Erfolg, Zufriedenheit und Glück kein Widerspruch sind. Wir lernen weder in der Schule noch in der Ausbildung, auch in den klassischen Management-Ausbildungen nicht, wie glücklicher Erfolg funktioniert. Was ist für Sie Erfolg? Für mich ist Erfolg, wenn wir beide Seiten der Medaille leben. Das heißt, sowohl im privaten wie im geschäftlichen Bereich erfolgreich sind. Und das ist ja das, was oft auf der Strecke bleibt. Wichtig wäre auf jeden Fall, in allen Lebensbereichen ein Gleichgewicht hinzubekommen. Das ist einmal der Beruf natürlich, aber auch mein Privatleben, die Ich-Zeit mit der Familie, mit Freunden, für meine Gesundheit, meinen Körper sorgen. Nur wenn ich auch fit bin, kann ich Leistung bringen, weiß jeder Leistungssportler. Und einfach Freizeitgestaltung. Wenn ich da eine optimale Balance lebe, kann ich nur erfolgreich sein. Und das Wichtigste ist einfach erstmal innezuhalten, sich die Ruhe und Muße zu gönnen, zu reflektieren, weil ohne die Erkenntnis, ja, dass ich wirklich nicht auf dem glücklichen Erfolgsweg bin, ja, wie ich mir vielleicht rational einreden möchte vom Verstand her, aber mein Herz sagt immer was anderes, wie Sie erwähnt haben, und unbewusst spüre ich das. Das heißt, es ist wichtig, innezuhalten. Ich empfehle eigentlich immer, wenn man halt keine Freunde hat, mit denen man sich darüber austauschen kann oder sich nicht traut, einfach mal so 2 Tage auf eine einsame Hütte wirklich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Ja, weil wenn ich bei mir wieder richtig angekommen bin, dann weiß ich ganz genau, was ich will und was ich nicht will vor allem. Iris, wie haben Sie das erlebt als erfolgreiche Unternehmerin und dann mit dem Burnout? Sie sind wieder rausgekommen. Erzählen Sie doch mal Ihre Geschichte. Ich war als Beraterin unterwegs, 25 Jahre in der IT-Branche, habe selber verschiedene Führungspositionen dann durchlaufen. Zuletzt habe ich ein eigenes Unternehmen aufgebaut mit über 13 Mitarbeitern, relativ schnell in 5 Jahren, sehr erfolgreich. Und was ich eben überhaupt nicht mehr gespürt habe, dass ich auf einem Weg unterwegs war, wo, glaube ich, kein anderer mir noch folgen konnte. Ich kann es noch ganz gut sagen, weil ich kurz zuvor meinen 50. Geburtstag gefeiert hatte und gedacht habe, wow, du hast so einen Erfolg, du bist so fit. Mit 20 hast du mal gedacht, mit 50 ist Leben vorbei, so ungefähr. Ja. Und du kannst noch bauern, du kannst alles erreichen, was du erreichen möchtest. Und ein halbes Jahr später hatte ich die Erschöpfung. Also es ging so schnell bergab. Und für mich, weil ich es ja eben weiß, wie es früher gewesen ist und wie es heute ist, hat es einfach damit zu tun, dass wir uns ausbauen vor dem Urlaub, erholen, regenerieren, wieder ausbauen, wieder regenerieren, wieder ausbauen. Das heißt, wir haben uns einige Muster angewöhnt, die absolut ungesund sind. Genauso das Denken, dass wir nur unter Stress und Druck erfolgreich sein können, harte Arbeit brauchen, ja, um erfolgreich zu sein. Das ist einfach Quatsch. Und dieser Irrtümer ist wichtig, dem mal wieder auf den Grund zu gehen, in Frage zu stellen. Und da kann ich nur jeden Unternehmer zu einladen. Ja, und wer noch mehr Tipps möchte, kann sich auch gerne mein Buch, was jetzt in Kürze erscheint, besorgen. Es geht darum, Ballast abzuwerfen, Freiraum zu schaffen und wirklich glücklich erfolgreich zu sein. Vielleicht findet der eine oder andere Inspiration, Impulse für ein glücklicheres Leben. Ich würde mich freuen.